Und damit ein herzliches Willkommen zu Walt Disneys Alice in Wonderland, das Game Boy Color Game. Entwickelt wurde es von Digital Eclipse, habt ihr eben schon gesehen. Und hier war tatsächlich natürlich Nintendo der Publisher, was sehr verwunderlich ist. Kam am 4. Oktober im Jahr 2000 heraus, also ist schon ein bisschen älter. Und zurückzuführen ist das natürlich auf Disneys Variante von Alice in Wonderland von 1951. Ja, wenn man so ganz weit ins Rabbit Hole guckt, dann erfährt man, dass Alice in Wonderland ja schon ein bisschen älter ist. Und zwar bis ins Jahr 1864 kann man zurückverfolgen. Für Lewis Carroll, der hat ein Manuskript irgendwie geschrieben dazu. Und ja, und irgendwann ist es dann irgendwann Public Domain geworden. Und jeder darf irgendwie, soweit ich weiß, einen Alice in Wonderland Film drehen oder ein Buch schreiben und ein eigenes Werk daraus machen. Und ja, wir spielen hier ein Game Boy Color Spiel, das natürlich auf der Disney-Variante basiert. Und ja, wir pressen mal Start, ne? Nachdem wir Schneewittchen gespielt haben, kommt jetzt Alice dran, quasi. So, wir wollen natürlich Deutsch. Und ich hoffe mal, da gibt es mehr Story als noch in Schneewittchen. Ja, was haben wir denn für Optionen? Mehr Optionen als in Schneewittchen, das kann ich mir kaum vorstellen. Schwierigkeit, schwer oder einfach. Ich bin ein Noob, wir machen einfach. Genau. Ich bin halt schlecht. Ich weiß nicht, was mich erwartet, dementsprechend. Wir starten nun das Spiel und wirklich, Schneewittchen hatte mehr Optionen. Da kannst du mit Ton außen an, Soundeffekt außen an und hier, ja, schwer oder leicht, was willst du? Ton kannst du ja selber runterregeln, wenn du willst. Wir starten das Spiel. Neues Spiel oder neues Spiel? Die Grinsekatze ist da oben, wir machen auf Slot 1, oder? AAA ist gut. Es war einmal ein Mädchen namens Alice. Sie saß in einem Baum und... In einem Baum? Träumte. Vergessen war der Geschichtsunterricht. Oh, guck mal, das ist wirklich gut. Kann ich gleich nicht meckern. Für ein Gameboy-Spiel? Warum ist, weil das mit den Karten erst gemacht wird, das ist ein bisschen umstell... Ja, gut. Punkt, ging zu ihm. Ich habe keine Ahnung. Um ihm die Krone zu überreichen. Also, sie liest gerade vor, ne? Alice, konzentriere dich bitte auf den Geschichtsunterricht. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Was, aber ich passe doch auf. Oh nein, ich verpasse noch einen wichtigen Termin. Oh, ein Kaninchen mit einer Taschenuhr, wie seltsam. Auf die Plätze. Und wir sind im Spiel. Oh, ein Kaninchen mit einer Taschenuhr, wie seltsam. Und man erkennt, oh Gott, ist das hellgrell. Oh, das ist ein bisschen heftig, oder? Ich meine, die haben es mit dem Spriten hier ein bisschen übertrieben. Ich hätte gerne klarere Strukturen wie das hier, ja. Und wir spielen Alice Liddell, soweit ich weiß, heißt sie. Aus dem Disney-Film von 1951. Ja. Extra sogar alles rausgesucht, nochmal. Vorher, bevor ich mal irgendwas... Man muss ja... Ein normaler Let's Player, der macht... Da läuft das Kaninchen. Sieht aus wie ein NES-Spiel irgendwie so ein bisschen, ne? Ein normaler Let's Player sollte immer vorher ein paar Infos raussuchen, ne? Mal ein bisschen informieren über das Spiel, über die IP und die Leute ein bisschen mitgeben. So, abgehakt. Jetzt kann ich spielen, ne? Herr Kaninchen, einen Moment bitte. Links, rechts, vor, zurück. Versuche in der Flasche dein Glück. Auf die Plätze. Ich weiß nicht, was los ist hier. Oh Gott, ist das schnell. Oh Gott. Ich falle. Wo falle ich denn hin? Das war ein Spiegel. Ja, irgendwie basiert ja auch das Original, hat ja auch sehr mit Spiegel zu tun. Dass diese magische Welt hinter einem Spiegel ist. Das war ja im Originalfilm so. Ja, zumindest in mehreren verschiedenen Filmvarianten wird es auch öfter dargestellt, weil es halt auch im Buch so ist, ne? In der Disney-Version wird hier nichts von einem Spiegel erzählt, ne? So quasi. Oder zumindest ist lange her. Ja. Da ist ein Spiegel. Der natürlich komplett kommt, wo ich kopfüberfalle. Nach oben. Hui. Nicht treffen lassen. Wie oft kann ich mich noch treffen lassen? Einmal noch? Dann hoffen wir mal, dass ich mich jetzt nicht treffen lasse. Das ist ein bisschen ziemlich hier... Das ist ein Trip. Oh nein. Hätte ich schon eingesammelt. Sind wir bald da? Hallo? Ist da jemand?
Null. Neuer Versuch. Bin grad einfach gestorben. Ich hab nicht realisiert, was los ist. Komm, sprint mir einfach nach unten. Und hoffe einfach das Beste. Ich darf mich tatsächlich nur 5-mal treffen lassen. 2. 1. Es kommt doch genau da, wo ich... Ja, ich würde gerne einen neuen Versuch wagen. Das war doch ziemlich... Muss ich eine bestimmte Menge an Sternen einsammeln? Ja, sehr gut. Das war direkt... Kann ich neu starten? Ich muss wahrscheinlich Sterne einsammeln. Ja, witzlos. Das ist so. Wie hallo auf zu fallen? Wow. 5. Ich falle am besten einfach gar nicht, so langsam wie möglich, ne? Dann habe ich noch genug Zeit, um auszuweichen. 7. Aber ich glaube, ich will auch gerne ganz unten ankommen, oder? Will ich das? Ich denke, ich will unten ankommen. Wo bleiben die Hindernisse? Wieso kommen da jetzt keine Hindernisse? Kommen da keine Hindernisse, wenn man Sterne einsammelt? Oder bin ich so oft schon gestorben? Doch jetzt. Dass das Spiel sich denkt, okay, jetzt muss ich leichter werden. Ich weiß auch nicht, was es mit 100% hier im Spiel auf sich hat. Da könnt ihr gerne mehr, falls ihr es wisst, gerne sagen. Was man dafür machen muss. Oder ob man irgendwie was verpassen kann. Wir haben es hoffentlich geschafft. Und sind unten angekommen. Und laufen weg. Wo ist wohl das Kaninchen? Vielleicht finde ich es am Ende. Dieser seltsamen Gänge. Diese Karten, ne? Das macht mich wahnsinnig. Sterne sammeln macht Spaß und bringt dir Vorteile. Echt? Was denn? Yay! Ich hätte gerne gewusst, was es für Vorteile bringt. Bist du groß oder klein? Mit Pilzen kannst du beides sein. Ja. Ich danke für diese Information. Es ist von 1951, Leute. Ich denke, das Spiel ist von 2000, von mir aus im Jahr 2001. Ist bei uns erschienen und im Jahr 2000 ist das erstmal rausgekommen. Und was mir auffällt, ist dieses Parallax-Scrolling. Ich wusste gar nicht, dass der Gameboy sowas kann. Der Gameboy-Color. Bist du denn? Aua. Man darf sich echt nur 5-mal treffen lassen, zeigt der Hut. Ich kann auch laufen. Was bringt das die Sterne denn für Vorteile? Wurde uns jetzt nicht so wirklich gesagt. Da ist ein Pilz. Wollen wir den mal naschen? Und kann sich an denselben Pilz wieder groß machen. Okay, dann naschen wir einmal. Da ist ein Stern. Ich weiß nicht, was das für Vorteile bringt. Aber wir werden es sicherlich herausfinden. Ich versuche ein bisschen schnell zu machen, weil ich halt auch nicht hier 100 Jahre brauchen will. Ne? Ich will eure Geduld ja auch nicht überstrapazieren. Wer weiß. Vielleicht mögt ihr das Spiel ja gar nicht. Und ich zwinge euch quasi irgendwie dazu, das zu gucken, zu schauen. Hallo! Gib mir mal Informationen! Drücke während des Sprungs den B-Knopf, um weit zu springen! Okay. Ich weiß zwar nicht wie... Naja, so weit ist es noch nicht, also... Du meinst laufen. Jetzt will ich einsammeln da unten. Ach Gott. Oh, ich bin klein, deswegen kann ich nicht umbringen. Ja, ist gut. Wie kann ich... Ich will wieder groß werden. Ja, ist klar. Dass das Spiel schwer ist, hat mir keiner gesagt. Ich habe extra leicht gewählt. Oh, das sind quasi extra Leben. Also... Ich könnte jetzt zurück, ne? Aber ich will nicht. Ich könnte jetzt zurück. Ich weiß nicht, was es für einen Bonus bringt. Wenn ich erfahre... Dann eventuell... Wenn es mir nützlich ist, dann... Sammle ich die... Sachen ein. Was fliegt da oben runter? Ich habe den Disney-Film ewig nicht gesehen, ne? Ich glaube, den sollte ich mir mal geben. Wer läuft denn da? War das Kaninchen? Ah, nein, das ist irgendwie keine Ahnung, was das ist. Eine Uhr! Ich krieg einen neuen Versuch.
Yay. Nein, nicht ohne mich. Also hier kann man, spielt man anscheinend irgendwie ein bisschen die Story nach. Bei Schneewittchen war es das so, dass man auch quasi die Story nachgespielt hat, aber das war ja nun gar nichts, ne? Hier ist das schon ein bisschen mehr und ich finde, tatsächlich ist das auch hübscher, das Spiel hier. Auf dem was heißt hübscher? Es ist sehr abwechslungsreich bis jetzt. Und es gibt Parallax-Scrolling auf dem Nintendo Game Boy. Das ist sehr verwunderlich. Oh, du benötigst schon einen Schlüssel, um hier durchzukommen. Oh je, Mini, ich muss den Schlüssel finden. Ja. Yeah. Danke. Da oben. Ich würde gern groß sein, nicht klein. Okay, gut, umgucken muss man sich ja auch schon noch. Auch noch. War nicht da schon Pilz? Ich glaube schon, ne? Danke. Ich würde gerne groß sein hier, wenn ich hier schon durchlaufe. Dann kann ich wenigstens die Dinge einsammeln. Yay! Bin ge- Oh mein Gott. Ja, ihr seht einen Schnitt, wenn ich wieder da bin mit dem Schlüssel. So. Da oben ist der Schlüssel. Da bin ich wieder. Dass man halt... Ja, ist es schon fair, fünfmal getroffen zu werden. Irgendwie... Ich habe nicht damit gerechnet, dass man hier so extrem aufpassen muss. Ich meine, es ist ein Alice im Wunderland-Spiel. Wer rechnet denn schon damit, dass das Spiel schwer sein könnte? Hüpf! Nein! Ah, immerhin kann ich, wenn ich groß bin... Kann ich hier irgendwie hochhandeln, ne? Nee. Immerhin kann ich da, wenn ich groß bin, darauf raufhüpfen. Ich habe gesehen, dass im Internet... Ja, man kann, gibt es da so bestimmte Seiten, wo man nachgucken kann, wie lange ein Spiel geht. Da steht 4 Stunden. Und dann gibt es auf YouTube Videos, die halt Longplays, ne, der das Spiel auch komplett spielen, die gehen nur eine Stunde. Ich habe ja nicht reingeguckt, ne? Ich habe nur auf die Zeit geachtet. Aber so 4 Stunden Video wäre schon was anderes als ein 1 Stunden Video. 4 Stunden Video muss ich mir extra. So, ich habe den Schlüssel, kann durch. Extra. Zeit für nehmen, für 4 Stunden. Für eine Stunde natürlich. So, ich hab gerade gesehen. Ja, lass mich in Frieden. Alter, ich war doch schon eine Stufe höher. Da unten ist ein Schlüssel. Haben wir gesehen. Ich sammle jetzt nicht die Sterne ein. Ich habe keine Ahnung, wofür das ist. Ich bleib erstmal groß. Du willst einen Schlüssel. Oh je, Mine, ich muss den Schlüssel finden. Kann ich ducken? Ich kann dann, ich muss klein werden, okay. So, erstmal von den Pilzen naschen. Macht das nicht nach, Leute. Vor allem nicht von den roten. Ich habe einen Schlüssel. Nicht gut. Keine gute Idee. So. Bitte piekst mich nicht. Kartensoldaten, ne? So, ich will dir erstmal unten erledigen. Komm her. Das macht mehr Sinn. Und da muss ich wahrscheinlich klein rüber, ne? Na, noch nicht. Was ist das denn? Oh, da fliegt eine Tasse. Nein, 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 nein. Braucht den Schlüssel. So. Wenn ich nicht klein sein muss, dann lasse ich es. Hallo. Aua, au, 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 au. Wie ein alles hier wehtun will. Was ist hier los? Ja, komm, wie soll ich denn da durch? Ich glaube, einfach klein wäre einfacher, ne? Oh Gott, das ist dieses Spiel. Das ist voll verrückt. Will ich eigentlich... Ich glaube, ich will oben bleiben, ne? Ja, okay, okay. Ja, okay. Okay, oh je, Mine. Wir nehmen den Schlüssel und gehen hier durch. So. So weit, so gut. Es ist ja nicht allzu. Ich bleib mal jetzt klein. So. Ich komm klein.
Okay, ich denke, ich bleib nicht. Ja, alles, das hast du gut geschlussfolgert. Ich denke, wenn sie da auch abspringen würde, ne? Sie soll groß sein. So. Groß, bitte. Da ist der Schlüssel. Sehr schön. Damit wollen wir weiter. Kommen wir weiter. Das ist, finde ich, ein bisschen die Hitbox ein bisschen krass, ne? Guck mal, wie schnell das einen trifft. So, du musst weg. Du musst weg. Man kann leider nicht kriechen, also. Wirklich, das ist halt. Ich versteh's nicht. Hä? Ja. Oh. Aber oh, wir dürfen nochmal, wir haben einen freien Hit gekriegt. Ist diese Level bald mal vorbei? Das ist fürchterlich. Noch einen freien Hit. Danke. Ja, klein kommt man hier gut durch, ne? Also. Yay! Hallo. Was ist hier unten? Okay, oh gut, ich hab's verstanden. Alice! Oh jemine, ich hab dieses Spiel unterschätzt. So, nimm die Stelle mit, warum auch immer. Oh. Will ich klein bleiben? Alice, bitte, wenn ich die. Nee, ich muss groß. Sonst kann sie nicht so hoch springen. Wenn sie auch mal wirklich springt. Spring doch! Ich bitte dich. Wo sind wir hier überhaupt? Ist das das Haus von Kaninchen? Ich glaube nicht. Okay, haben wir den Schlüssel? Danke. Meine Güte. Nee, ich springe garantiert nicht runter. Komm mal her. Was bist du eigentlich? Das wirkt ein bisschen eher wie so ein NES-Spiel. Um ehrlich zu sein. Nee, ich bleib erstmal groß. Anstatt wie so ein Gameboy-Spiel, weil es halt doch schon sehr. Sehr detailreich ist für ein Game Boy Color-Spiel. Okay, wir haben das Level geschafft. Grinsekatze, wo sind wir hier? Pass auf die Falltüren auf. Gut, werde ich. Ich würde gerne auf den springen. Auf dieser Taschenuhr. Und aufpassen vor den Falltüren. Alter, was ist denn... Er spielt schwerer, als man annehmen mag. Wirklich, die Steuerung ist nicht so gerade angenehm. Sind wir bald da? Ich habe keine Zeit mehr. Wieso ist hier alles voller Gemälde? Nein. Nein, was machst du? Wie ist das hier gewollt? Nein, wirklich? Nein, oh mein Gott. Kann ich da rauf? Ja, aber ich will da nicht rauf. Wieso fliegt da eine Teekanne? Hallo? Das Ding kommt nicht wieder. Yeah. Das fliegt ja auch nur da. Okay. Ich muss hier hoch. Das sieht aus, als hätte die Grinsekatze. Es fliegt ihr Haar. Ich will da nicht runter. Nein. Als hätte sie eine Klatze. Oh nein. Wie hoch ist es denn noch? Erzähl mir doch nichts. Ich werde nicht mein Leben nicht garantiert nicht für einen Stern riskieren. Ja, ich werde auch nicht runterfallen. Jetzt darf ich hier runter, was? Danke. Kannst du bitte sterben, danke. Muss ich hier runter? Ja, Witz los. Ja, hier war ich noch nicht. Okay. So weit, so gut, denke ich. Soll ich eigentlich. Eigentlich will ich nach oben nur, ne? Ich hoffe, ich war hier noch nicht.
sie wieder? Ja, da ist sie. Die Plattform. Nein! Ist das egal? Hier ist zumindest ein Schlüssel. Ich glaube, den brauchten wir. Na? Na, mach doch nicht diesen. Jetzt. Ich hoffe, den brauchen wir. Wir brauchen das auf jeden Fall. Sonst kommen wir da oben nicht rein. So. Ich will. Nee, da will ich nicht runter. Nee, nee. Ich muss da runter. Nein. Ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Wo bin ich hier gelandet? Das Spiel ist wirklich hübsch. Springe wieder und wieder auf die Uhr, um sie aufzuhalten. Ich springe wild herum, hinfort. Niemand kann die Zeit aufhalten. Das ist ein Boss quasi. Donks. 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 Was passiert hier? Donks. Nee, doch nicht Donks. Wieso springe ich so hoch? Oh mein Gott. Ich muss die Zeit aufhalten. Wow. Ich springe viel zu hoch. Bin ein richtiges Kaninchen. Soweit, so gut. Alles geschafft? Ich hab's geschafft. Ah, ich vermute, man kann doch die Zeit anhalten. Oh je, ich werde das Kaninchen niemals fangen. Es scheint so aussichtslos. Dieses Bild hier. Was macht sie da? Bitte, junge Dame, hör auf zu weinen. Also, sie weint. Oh je, hüpf in die Flasche und such nach Land. Pass gut auf dich auf. Wieso muss ich da nach Land suchen? Zieh über den Flaschenrand. Links oder rechts findest du Land. Was? Oh. Ja. Yeah. Ich darf nicht zerschellen, ne? Links oder rechts finde ich Land. Wurde mir eigentlich gesagt, wo? Ah. Mir wurde nicht gesagt, wo. Wo soll ich hin? Wo darf ich bleiben? Soll ich hier auf der Spur bleiben? Ja. Yay! Tot. Was ist da? Ich hab's kapiert. Sag mir lieber, wo ich gehen hin soll. Okay, da ist eklig. Dann nein. Kein Fisch. Okay, da muss ich auch, wenn er ausgerutscht sein kommt, muss ich aufpassen vor Tentakel. Gut. Von dieser, wie schnell. Die Strömung reicht mich mit. Oh mein Gott, nein, 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 nein. Links oder rechts soll Land sein. Also mir wurde nicht gesagt, ich soll über Flaschenhals hinausgucken, aber ich verstehe den Hinweis nicht. Hier ist Land. Nein, zählt das nicht als Land? Na. Seht ihr, wo wir so weit schon sind? Kann ich hier durch? Hier kann ich nicht durch. Ja, ich passe schon auf. Haben wir es geschafft oder bin ich tot? Wir haben es geschafft. Alice wurde in ihrer Flasche an ein seltsames, wunderbares Land gespült, wo aufregende Abenteuer und neue Freunde warten. Im Wunderlandwald leben viele seltsame Wesen, die dir nur helfen, wenn du ihnen hilfst. Willkommen, Wunderland. Danke. Oh mein Gott, es wird plötzlich ein RPG. Wir können hüpfen. Und mehr kann ich nicht machen. Hallo, mein Kleiner. Wir sind im Wunderland. Wir sind endlich angekommen. Wo die Schmetterlinge schmettern und die Glockenhunde läuten. Was ist... Ja, bist du lieb? Oh, was für ein Wesen bist du denn?
Ich bin ein Besen und halte den Pfade, wurde er dann sauber. Schlage das Kaninchen im Rennen und ich werde dir ein Geheimnis nennen. Das muss ich mir merken. Guten Tag. Oh je, Mine. Da ist irgendwas. Was steht da? Auf dem Schild steht, hier geht's zur Raupe. Wollen wir zur Raupe? Hallo, wer bist du denn? Hallo, mein Kind. Hast du vielleicht meinen Taktstock gesehen? Nein, aber ich helfe dir gerne beim Suchen. Ich habe ihn vielleicht bei den Diddles, was? Bei den Diddles vergessen. Was sind denn Diddles? Komm, wir gehen erstmal zur Raupe. Ich werde mich sonst nicht... Ich weiß nicht. Wir gehen erstmal zur Raupe, oder? Voll das RPG geworden hier gerade. Wie auf die Plätze. Nein! Ich weiß nicht, das Spiel, glaube ich, was wollte ich nur sagen? Das Spiel weiß nicht, was es sein soll. Ich glaube, es ist gar nicht schlecht, wenn wir klein sind. Wir werden von der Raupe gefressen, was? Oh nein, bitte, don't, nein, nein, nein. Ich steuere nicht, den macht es alleine, ne? Oh Gottes Willen, nein! Oh mein Gott! Nein, 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 runter, 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 bitte, runter, 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 da links. Können wir mal einen Hit kassieren? Das ist sicher der Hammer des Zimmermanns. Ich weiß nicht, ob wir es brauchen, aber jetzt haben wir es. Komm, mach nochmal. Danke. Okay. Jetzt haben wir zumindest den Hammer des Zimmermanns. Hallo, Raupe. Oh, hallo? Dir fehlt noch etwas. Ein Kompass, mit dem du meine Buchstabenblasen fangen kannst. Oh, Jemine, ich muss irgendwo einen Kompass finden. Oh, Jemine. Okay, brauche einen Kompass. Kompass, Taktstock. Okay, okay, okay. So ein Spiel wäre das hier jetzt quasi. Ich hab's kapiert, ja. Bei den Diddles. Ich weiß nicht, wo die Diddles sind. Bist du ein Taktstock? Ich frag nicht. Was haben wir hier? Auf dem Schild steht, hier geht's zu den Diddles. Okay. Wer bist du? Oh, du hast einen Mann gefunden. Vielen Dank. Ich habe dir gerade Käse gebacken. Nimm sie als Dank für deine Hilfe. Kekse? Oh, danke vielmals. Gut, gehen wir erstmal zu den Diddles. Wir brauchen den Taktstock. Auf die Plätze. Und los geht's. Yeah. Ich habe Angst. Wieso springt mir einfach alles entgegen hier im Spiel? Oh, du hast alle Stände in diesem Bereich gefunden. Dafür mache ich dich wieder ganz gesund. Das ist die Belohnung. Wow. Hinterm Baum, ist das euer Ernst? Auf die Plätze, was? Ich bin doch schon... Wer seid ihr denn? So dumm, dass wir so traurig sind, aber unsere Hüte sind verschwunden. Ich suche gerne danach. Ich suche natürlich komplett gerne danach. Hüte. Okay. Wer bist du? Ja, Hatschi, ich habe eine schlimme Erkältung. Du hast wohl nicht so viel mein Lieblingstaschentuch gesehen. Ein Taschentuch, ich helfe dir gerne mal suchen. Ich muss es bei der Teleparty vergessen haben. Das ist ja sehr interessant. Wo geht's da hin? Auf dem Schild steht, hier geht's zum Kaninchenhaus. Ja. Verzeihung, aber ich glaube, dies ist der Weg nach Hause. Oh, du darfst erst vorbei, wenn du die Fehlmedaille der Königin hast. Oh. Was ist das? Auf dem Schild steht, hier geht's zur Teeparty. Okay. Guten Tag, junge Dame. Hast du vielleicht meinen Stock gesehen? Nein, eigentlich nicht. Wo bist du zuletzt gewesen? Ich habe mich mit Herrn Kaninchen in sein Haus unterhalten. Ich werde ihn dann Ausschau danach halten.
Schönen Tag. Okay, gehen wir erstmal zu Kaninchen. Meine Güte, Alice im Wunderland. Alice im Wunderland, ne? Das ist ja wirklich... Ich weiß, worauf es hinausläuft hier. Hinausläuft. Dann fragen wir kurz mal eben... den Kaninchen. Ich meine, wozu? Wozu und warum auch nicht? Dip, 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 dip. So, da sind wir. Hallo, Herr Kaninchen. Ich kann jetzt einfach irgendwie alles mal einfach mal ganz mal ein bisschen gesittet dazugehen hier im Wunderland. Wieso muss jeder Bereich hier quasi ein Level sein? Dong, dong, dong. Nein, oh Gott, ich hasse das, ich hasse das, ich hasse das. Wieso Alice, spring hoch! Ja, einfach gedrückt halten, okay, gut. Einfach gedrückt halten, das was. Der Stock vom Walross! Interessant. Muss man sich hier auch noch umschauen. Du benötigst einen Schlüssel. Oh je, Mini. Oh je, Mini, immer haben wir den Stock. Aber wo der Schlüssel ist, weiß ich nicht. Soll ich mich hier nochmal umgucken? Ich gucke mich nochmal um, bevor es nachher heißt, so bevor ich den Schlüssel nachher nirgendwo anders finde. Weil es sieht nämlich danach aus, wenn der Schlüssel hier ist. Ja. Yay. Okay. Ich weiß nicht, dass ich nachher woanders den Schlüssel suche und dann, ja. Wieso läuft der denn von uns weg? Oh. Hast du den Kaninchenschlüssel? Nur damit kannst du passieren. Nee, den habe ich nicht. Du lieber Himmel, ich muss die Person mit dem Schlüssel finden. Okay, nicht hier. Wir haben aber den Stock für den Walross. Nein, ich hab doch... ein Taschentuch. Ja. Man läuft automatisch in die Leute rein und dann reden. Fangen die an zu reden. Walross, ich habe den Stock für dich. Mein Stock, was würde ich nur ohne ihn tun? Nimm dies als Geschenk. Was krieg ich denn? Ein Kompass, was fange ich denn damit an? Ich weiß, was du damit anfängst. Damit gehst du zu der Raupe nochmal. Nein! Hab ich nicht. Ich weiß nicht, wo du ihn gesagt hast. Ist mir egal. Ich muss zur Raupe mit dem Kompass. Ich weiß zwar nicht, warum ich einen Raupe, warum ich einen Kompass brauche, aber hey, da muss ich hin. Wie sie läuft, ne? Sie freut sich. Ja, ich weiß, was das jetzt wieder wird. Kann ich einfach vorbeilaufen? Nee, kann ich nicht. Ich muss hier irgendwo wieder... Ja gut. Das ist der... Nein. Das ist der Spaß meines Lebens. Oh mein Gott. Und dann spielt hier so Wüstmusik. Ich fühle mich wie in Agrabah. Da ist die Sonne hell und klar. Der Boden ist so warm. Die Fliege macht mich an mich ran. Ich will zur Raupe, Mann. Guten Tag. Wer bist du? Blase schweben, schreib ein Wort. Nimm die Medaille und du bist fort. Was? Alice. Wo soll ich denn nur hin? Will nur nach oben. Was? Wieso bin ich kaputt geplatzt? Weg vom... Was denn? Wieso kann ich denn nicht... Lass mich doch einfach gehen. War ich zu nah am Baum oder was? Ich
fühle mich, als würde ich irgendwie einen Tempel irgendwie begutachten. Ja. Nee, das war's. Immerhin sind wir hier hoch. Ein A. Das A von Alice haben wir schon mal gesammelt. Ich glaube, ich will ja eigentlich nicht sein. Ich meine, ich sollte eigentlich an ihrer Stelle würde ich lieber da. Das ist L, oh mein Gott. Dafür brauchen wir den Pilz. Ess keine Pilze. So. Das L haben wir. Ja. Da ist die nächste Blubberblasenparty. Ich hoffe, ich verpasse den Buchstaben nicht. Nein. Okay, hier bin ich falsch. Ich hab's kapiert. Lass mich in Frieden. Du dämliche Mücke. Wie soll ich denn... Okay, ich muss dir erst Mücke erledigen. Komm her. Da muss ich aber eher an die vorbei. Ich muss an die vorbei. Mach die Blubberblase jetzt. Sie sieht uns nicht. Da war ein Pilz. Warum ist hier ein Pilz? Das weiß auch kein Mensch wieder, warum da ein Pilz ist. Naja, wir haben es geschafft. I. Ein fetter Marienkäfer. Komm zu mir, du. Oh nein, ich brauch dich nochmal. Darf ich kurz auf deinen Rücken steigen? Und nochmal. Wir haben schon das L. Das L. Okay, den Hit kassiere ich jetzt einfach. Ist mir egal. Da kriege ich sowieso wieder das Neue. Wo ist das I? Das I ist nirgendwo zu finden. Ich glaube, ich kann da nicht klein nicht rauf. Ich muss da aber klein rauf. Sieht aber nicht so, springt aber nicht so hoch. Okay, das geht doch. Aber hier. Bisschen schwierig, ne? Das ist I. Oh mein Gott, wir haben schon das I. Fehlt nur noch das C. Was ist auf der anderen Seite? Noch eine Blubberblasenparty. Ja. Oh, bin plötzlich groß. Na. Lass mich in Frieden, du dämliche Mücke. Nicht mit mir. Nein, das ist C. Wieso will die Mücke tut es nicht, sobald wir aus der Blubberblase raus sind, ne? Tut die uns nichts mehr. Mir fehlt nur das E. Dann haben wir alles zusammen. Da ist das E. Großartig. Nimm diese Medaille, damit findest du den Weg nach Hause. Oh, ich bin dir so dankbar. Gut. Yay. Dann gehen wir mal oben weiter. Ein Bürgermeister vorbei und hier rein. Was ist das? Auf dem Schild steht, hier geht's zur Teeparty. Okay, gehen wir zur Teeparty. Auf geht's zur Teeparty. Ja. Ich bin der Frösche. Ich bin. Kann das Spiel irgendwann mal enden? Ich will diesen Weg hier endlich hinter mir haben. Eingesperrt. Nun fang die Maus. Ihr Schlüssel bringt dich hier heraus. Wo ist die Maus? Das ist ein Kaninchen.
Da ist die Maus! Wir sind gleich schnell, das ist unfair. Aber irgendwann machst du einen Fehler. Ha! Oh, wunderbar, ein Schlüssel für das Tor. Zwei Schlüssel noch, dann darf ich raus. Wo ist nur die Haselmaus? Oh. Ich verstehe. Ach, das ist die Teeparty hier. Okay. Die jagen alle den Maus in der mit dem Schlüssel. Hab ich dich. So. Ein Schlüssel noch, darf ich raus. Wo ist nur die Haselmaus? Was ist das? Na nur, das muss Dodos Taschentuch sein. Oh mein Gott, wir haben Dodos Taschentuch. Jetzt nur noch die letzte Maus finden. Das Spiel bringt aber Spaß, um ehrlich zu sein, muss ich sagen. Da bist du ja. Es ist mal voll abwechslungsreich für ein Gameboy-Spiel. Oh Gott. Bleib stehen! Aber die Stelle muss sein, komm. Ich wollte gerade sagen, du bist in der Falle, aber jetzt... Ja, jetzt habe ich dich. Okay. So langsam ergibt sich hier alles, ne? So langsam ergibt sich alles. So, Entschuldigung, Teeparty, aber ich habe keine Lust. Aber ich hätte jetzt Bock auf einen Oolong-Tee. So, wir sind raus. Wie? Ein Level? Nun benötigst du viel Mut und achte stets auf seinen Hut. Gratulation, ich ziehe den Hut vor deiner Leistung. Okay. Spielkarte kriege ich, dann kann ich höher hüpfen, oder wie? Ach so, ein Boss ist das. Okay, ich darf nicht nur einmal treffen lassen. Okay, ja, witzlos, ne? Wie schnell einfach alles ins Gesicht gebrettert kommt, ne? Ja, Grin, ich hab's, ja. Der Verrückte. Kann man auch nicht ausweichen. Kann man nicht ausweichen. Man muss da irgendwie schießen. Schießen. Wie schnell der einfach von 0 auf 100, weißt du? Von 0 auf 100. Eieiei. Okay, ja. Okay, ich dachte schon, das Spiel ist abgestürzt. Hier war die immer so viel talken. Danke. Hätte man ja sich auch bewahren können, ne? Alter, wie schnell man einfach... Okay, wir haben ihn. Vielen Dank für deinen Besuch. Nimm diese Medaille als Andenken. Oh, danke schön. Das war ja eine merkwürdige Teeparty. Die war sehr merkwürdig, ja. Du darfst gegen mich antreten. Versuch mitzuhalten. Was? Wieso? Auf, bist du fertig? Los! Na! Oh Gott, nein, wirklich? Gratulation, du hast mich klar geschlagen. Besuche den Besenhund, der spricht gern mit Gewinnern. Okay. Ah, wir haben es geschafft. Wir können mit dem Besenhund sprechen. Und dann sprechen wir mit unserem Dodo-Freund, der ein Taschentuch braucht. Dafür, dass seine Art ausgerottet ist. Besenhund, sprichst du mir gerne mit Gewinnern hier. Du hast also den Kaninchen besiegt. Ja. Dafür bringe ich dich zu meinem Geheimplatz. Verlasse einen Geheimplatz erst. Was? Wenn du alle Ecken durchsucht hast. Au, oh, okay. Ja, ich habe nicht damit gerechnet, dass es jetzt... Ich habe nicht damit gerechnet hier, dass es jetzt ein Level ist.
Und hier wahrscheinlich findet man hier wieder was, ne? Alle Ecken, sagen die. Ja, hoffen wir mal, dass ich alle Ecken finde. Gehen wir doch mal da hoch. Das ist schöner, Wald hier, ne? Schöner Wald. Muss ich mir ehrlich sagen. Das kann man auch mal sagen. Man muss nicht immer alles leugnen. Eine Teekanne. 8 magische Teekannen sind im Wunderland versteckt. Du solltest sie für mich finden. Wirklich hier. Nee. Nee. Habe ich nur eine gefunden im Wald. Gehen wir erstmal zu Dodo. Ich will nicht alle 8 finden müssen. Wirklich, wenn ich alle 8 finden muss, dann habe ich verkackt. Ist wieder Dodo? Ne, jetzt der Hausmeister oder so. Du. Hat sie ihm ein Taschentuch? Dankeschön. Besuchst du Didel Dumm und Didel Dai? Ich habe ihre Hüte gefunden. Könntest du sie einen zurückgeben? Das mache ich sehr gerne. Gut, dafür müssen wir hier lang, ne? Nee, hä? Wo waren Didel Dai und Didel Dumm? Wo waren die denn? Gibt hier auch keine Karte, oder? Es war doch irgendwo rechts. Ja, das müsste hier gewesen sein. Ja, witzlos, Alter. Einfach witzlos. Einfach witzlos. Ich komm gleich hier hinter dem Baum her, ne? Ja. So. Dieses Spiel. Ich habe übrigens hier eure Hüte. Rechts oder links? Geh ganz hinauf. Die Deals halten dich nur auf. Okay. Darf ich von den Deals nicht treffen lassen? Kann ich hier durch den Pilz durch? Nein. Nix hält mich hier auf. Soll ich nicht zu den Deals gehen? Eigentlich, ich meine, die sind hier jetzt überall. Einfach machen, oder? Einfach machen, nicht lange nachdenken. Ja. Bin ich bald da? Das ist eine ernsthafte Frage, wie lange geht denn das Level hier? Gefühlt habe ich schon alles gemacht. Gefühlt war ich jetzt schon überall. Hallo, wie groß ist denn das Gebiet? Hier bin ich falsch. Kann ich da rüberspringen? Nö. Ja, ich liebe es hier. Wirklich. Und ihr so, was habt ihr heute vor? Also ich spiele gerade Alice. Alice im Wunderland. Alice im Wunderland? Ja, ja. Mal, das spiele ich gerade. Mein Plan war, dass ich es irgendwann noch durchschaffe, aber wenn ich schon in die 8T-Kante denke, dann will ich schon nicht mehr. Ich hoffe, das ist nur optional. Okay, wir haben es geschafft. Mein Gott, Alter. Das nochmal neu machen? Nee. Pack die Gelegenheit beim Shop und hüpft den Deals auf den Kopf. Ach, so ein Boss auch noch. Du kommst uns besuchen und das freut uns sehr. Lass uns tanzen. Ja. Einer hat sich schon Luft aufgelöst, zweiter auch. Das nenne ich gute Manieren. Du hast dir die Medaille richtig verdient. Vielen, vielen Dank. Wir haben... Ich weiß es nicht. Für Optionen auswählen drücken. Ich kann nichts auswählen. Nein.
So, irgendwas mal mit dem Hund, ne? Nee, der will nicht mehr. Hab ich jetzt schon alles gemacht jetzt hier? Ich meine, ich habe keine Ahnung. Gefühlt war ich ja jetzt schon überall, ne? Nee, noch nicht ganz. Uns fehlt halt immer noch der Schlüssel für das Kaninchen. Hast du meinen Gehstock gesehen? Bei den Diddles vergessen? Da war nirgends ein Gehstock. Nö, wirklich? Muss ich das suchen? Da ist der Gehstock. Okay, ich habe ihn gesehen. Muss ich da nur hin? Was ist mit diesen Dingern hier los? Muss ich da nur noch hinkommen? Wir haben den Gehstock, das muss der Taktstock der Blume sein. Level nur noch abschließen. Nur noch abschließen. So. Da steht auch Haken jetzt. Haken, Haken. Mein Stock, die Blume und ich können wieder auch nur sezieren. Nimm diesen Schlüssel als Dankeschön. Danke, der könnte sehr hilfreich sein. Yay, wir können zum Kaninchen. So. Da ist leider das jetzt zum Glück noch kein Haken. Man kann ja genau sehen, wo man hin muss. Das habe ich ja wurst wusste vorher nicht, dass da ein Häkchen ist. Bin einfach mal auf gut Glück irgendwo hingegangen. Ja. Die Gärten sind zum Glück friedlich. So. Ich weiß zum Glück, wo der Schlüssel ist. Den wir jetzt also brauchen. Oh Gott. Den Gegner habe ich komplett vergessen. Nein, 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 nein. Oh Mann. Ich will nicht mehr. So. Das war der Schlüssel. Wollte gerade sagen, kann ich hier auch einfach durchlaufen, ohne irgendwie runterzufallen? So, wir dürfen hier rein. Hallo? Hier ist schon wieder so ein Urlevel. Was hätte man anders erwarten sollen, nicht wahr? Was? Wirklich, bin ich runtergefallen. Ach so, man wird einfach wieder hoch. Mein, das Spiel ist nett, ne? Nein, 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 nein. Doch, 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 doch. Autsch. Ansonsten, das Spiel ist ganz nett, oder? Oder an sich? An sich, das Spiel doch nett. Bis jetzt. Gottes Willen, kann dieses Sprung... Alice, ich drücke die Taste, dann würde ich dich auch darum bitten, dass du auch während des Laufens, das ist ja so wie bei, keine Ahnung, jetzt würde man die ganze Zeit auf dem Hintergrund bei Mario World laufen. Sie springt halt nicht so. Oh nein, ich wusste es, dass der letzte Sprung natürlich nicht hinhaut. Ja. Ich weiß, das sieht immer ganz besonders affig aus für die Leute, die halt, wenn man halt die normalen Sprünge nicht schafft, weil man das halt nicht nachvollziehen kann für die Leute, die jetzt gerade nicht spielen. Aber es ist schon was ganz Besonderes. Jetzt. Wehe, ich muss wieder irgendwo ganz nach oben. Oh, bitte don't. Was ist das denn? Ja. Das geht ja zum Glück.
Aber wenn man einmal runterfällt, ist man... Oh nein. Genau das, was meine ich. Sowas gefällt mir nicht. Da fällt man einmal runter und dann darf man alles nochmal machen. Hallo, kannst du mal bitte... Da ist ein Schlüssel. Ihr habt ihr gesehen, da sind mehrere Schlüssel. Danke. Dann soll ich da nicht rein? Dann gehe ich da nicht rein. Wow. Habt ihr alle damals alle Teekannen gefunden im Spiel? Das würde mich mal interessieren. Ich werde einen Teufel tun. Ich sammle... Den sammle ich aber ein. Nur wofür? Das ist die Frage. Da kam ja noch einer. Wusste ich nicht. Dafür. Und für die Spinne. Und natürlich brauche ich hier wieder einen Schlüssel. Oh je, Mine. Boah, das sieht wirklich eklig aus, Alter. Mega eklig. Ich habe noch nie so eine eklige Spinne gesehen wie hier gerade. Ja, oh je, Mine. Wo ist noch ein Schlüssel? Ich meine, ich hab den Schlüssel gesehen. Da, aber wie soll ich da dann hin? Ja, muss ich noch mal runterfallen, ne? Bis zum Anfang. Um da irgendwie reinzukommen. Ja. Hätte ich vorher wissen sollen, ne? Krieg ich dann auch wieder... Leben. Ja, es ist so witzlos, oder? Kriege ich dann auch wieder Leben irgendwie auf dieser Seite, wenn ich halt die erste Seite erst da war? Weil dann würde ich nämlich gerne als erstes nämlich hier hingehen. So. Keine Sorge, den anderen Weg auf der anderen Seite spare ich euch gleich, weil die sind wir schon gelaufen, ne? Nein. Oh, nein, und natürlich ganz. Ich fühle mich über Only ab, ne? Okay, ich habe ihn. Gut, danke. Ne, Spinne. Danke. Wir haben es geschafft. Alice aß einen Keks, durch den sie riesengroß wurde. Sie wurde so groß, dass sie im Kaninchenbau im Kaninchenhaus stecken blieb. Das sieht aus. Oh je, wie peinlich. Mein Haus. Da ist ein Monster in meinem Haus. Beim Jupiter, wir müssen es aus dem Kamin ziehen. Guten Tag, Gouverneur. Hallo, Bill. Klettere bitte auf das Dach und befreie das Monster. A-Knopf, Leiter auf und abbauen. Nach unten drücken, ducken. Klettern, oben. Was willst du von mir? Bill will nicht springen. Er lässt sie fallen um die Kante reichen. Manchmal erfordert sie viel Mut. Ja, dann kletter hoch. Hä? Was? Ich weiß nicht, was du von mir verlangst. Okay. Ach so. Gut. Was? Ich meine, ich muss das ja oben hochstellen. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe. Was?
Ich gehe. No! Wieso ist dann denn, wieso sind hier Mini-Möwen? Oder so. So. Jetzt da oben. Nehmen. Jetzt nach oben. Nehmen. Kann ich ducken? Kannst du den bitte nach unten bauen? Hey, was will das Spiel von mir? Oh, wirklich? Was will das Spiel von mir? Ja, geh hoch. Ich verstehe noch nicht so ganz, was das Spiel von mir will. Ich kann doch nur nach oben bauen oder kann ich auch nach rechts bauen. So? Ist das gemeint so? Ich hoffe, ich bin einfach runtergelaufen. Oh. Was, wenn ich jetzt runterfalle, ne? Ducken. Nimm die Leiter bloß hoch. Bitte ist da aber irgendwann vorbei. Warum soll ich überhaupt hochklettern? Das ist die andere Frage. Vor allem als kleine Echse. Gut gemacht. Ja. Das ist so dumm einfach. Es ist halt einfach, dieses Minispiel ist das Dümmste hier. Gott, bitte. Ich bitte dich einfach nur. Nimm einfach die Leiter und stell sie dahin. Warum gibt's dieses Minispiel? Aber ich sorge ja hier für... Ich sorge für Abwechslung im Kanal. Das ist alles für Abwechslung. Für die Abwechslung. So, stellen wir kurz mal Rand. Und dann muss ich mich gleich beeilen. Weil das Ding die Leiter runterschubsen kann. Aus irgendwelchen Gründen. Weil Möwen ja so stark sind. Dass die ganze Leitern umwerfen. Muss ich gleich beeilen. Ja, einmal kann ich mich noch treffen lassen. Was soll dieses? Was ist dieses? Was ist denn dieses Spiel? Ich wurde nicht getroffen, meine Leiter wurde getroffen. Oh, bitte. Oh, ich bin ja ganz unten. Oh. Da werde ich hier immer getroffen. Nein! Thank you.
Habe ich es geschafft? Oh mein Gott, tapferer Junge. Was? Das ist ja ein richtig ranziges Minispiel. Nun geh schon rein. Was, Stopf? Wir verlassen uns auf dich. Weil es Kaminruß. Hatschi! Entschuldigung! Ojemine, was für ein Nieser! Ojemine! Aua! Was passiert da? Mist, Bill ist weg! Ja, was? Oh, scheißegal, der hat gerade nur die meiste Arbeit gemacht, ne? Oje! Ich schrumpfe! Oh, Herr Kaninchen! Klasse, du hast das Monster besiegt! Nimm diese Medaille als Anerkennung für deinen Mut! Ja! Ja, danke schön, danke schön. Bitte sehr. Ja, bitte sehr. Du darfst gegen mich antreten, versuch mit mir mitzuhalten. Schon wieder? Oh nö. Egal, besser als alles besser als das, was ich irgendwann habe. Nein? Okay, okay, okay. Okay. Lauf, 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 lauf. Lol. Gratulation, du hast mich klar geschlagen. Besuch den Beson, der spricht gern mit dir, mit Gewinnern. Schon wieder? Was haben wir gekriegt? Nix. Doch, wir haben jetzt alle vier Symbole, oder? Oh, wir dürfen rein. Aber warum soll ich mit dem Besen unterm Arsch sprechen? Tun wir mal, ne? Hallo? Du hast also das Kaninchen besiegt. Ja, dafür bin ich ringschließlich seinen geheimen Platz. Wuff. Verlasse einen geheimen Platz erst, wenn du alle Ecken gegründet hast. Was ist das wieder? Das ist ein anderer geheimer Platz. Ein geheimer, sehr geheim. Ja, nun, ne? Der ist geheim. Wahrscheinlich ist er so geheim, dass der nur für den Moment existiert. Ich muss da groß sein. Klein meine ich. Nein, spring doch. So. Aber sieht das Spiel auch nett, aber die Minispiele sind manchmal Hit oder Miss, ne? Okay, wir haben es geschafft. Gut, wir haben alles gemacht. Ich habe keine Lust mehr. Wir gehen jetzt da oben hin. Wir dürfen ja jetzt durch. Wir haben alle Minispiele. Auf dem Schild steht übrigens ja Ojemine. So, danke. Auf die Plätze lassen. Ich will doch nur hier raus. Hallo. Weiße Rosen mag sie nicht. Rote Rosen sind wieder hier Pflicht. Die Königin wird gleich hier sein. Hilfst du mir? Oje, dann helfe ich dir, sie rot anzumalen. Blutig. Als ob ich dir helfe. Sollen wir die rote Spur folgen? Halle, ihr müsst euch einfach forschen, das ist keine Farbe, sondern einfach... Blut. Okay, bleibt jetzt alles übrig, jetzt hier zu helfen. Ja. Yeah. Was? Was war das? Ich bin leider nicht ewig Zeit, ne? Wieso ist hier alles voller Gänge, wo ich nicht lang gehen kann? Das ist ja wie ein Irrgarten hier. Und wieso können die anderen Dinger da durch und ich nicht? Da ist was. Da ist auch noch einer. Tipp, 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 tipp. So, einmal anmalen. Was, wenn ich es nicht rechtzeitig schaffe? Werde ich den Kopf kürzer gemacht? Na, komm.
Haben wir es geschafft? Nice. Hallo, mein Kind. Ich bin die Herzkönigin. Kannst du genug? Kannst du Croquet spielen? Mögen die Spiele beginnen? Ich weiß, ich habe noch gar nichts. Ich habe noch gar nichts gemacht. Ja. Jetzt bist du dran. Jawohl, Eure Majestät. Bleib mal stehen. Okay. Wie kannst du es nur wagen, du kleine Ratte? Sie ist sauer und wackelt mit dem Popo. Ja, einfach wenn das Ding, wenn der Pfeil gerade ist. Einfach machen, ne? Wie kannst du es nur wagen, du kleine Ratte? Ich will nicht, ich mach doch nicht daneben. Und nochmal. Runde 2. Okay. Pass auf. Ich habe immer recht. Hast du immer recht? Jetzt bist du dran. Danke. Nö. Schlag dir den Kopf ab. Ich sagte, schlag dir den Kopf ab. Ich habe doch nur einmal daneben. Okay, wir starten direkt bei Runde 2. Okay, das ist immer ein Positiv. Okay. Aber direkt den Kopf abschlagen? Nicht nett. Warum bewegen sie sich bei dir nicht und nur bei mir? Das ist alles andere als nett. Wie kannst du es nur wagen? Voll ein Fehler und mein Kopf ist ab. Nein! Ah! Mach! Das ist voll unfair. Ja. Wirklich, die bewegen sich noch, wenn ich schon gedrückt habe. Bewegen sie immer noch. So. Zählt das noch? Es zählt noch. Okay, du bist dran. Mit dieser, was auch immer das ist. Oh Gott, zweite geschafft. Okay. Puh. Der zweite ist geschafft. Ich warte nur. Okay. Der dritte ist auch geschafft. Runde 3. Kann es mal einfach mal enden? Ich wäre sehr froh. Pass auf, ich habe immer recht. Zwei. Jetzt bist du dran. Ja, nein, natürlich. Okay. Oh Gott, ich fasse mir im Kopf, weil ich keinen Bock habe, es zu verlieren. Okay. Einmal noch. Haben wir Runde 3 auch überstanden. Ich weiß nicht, wie viele Runden es dann noch gibt. Keine Ahnung. Yes. Schlag dir den Kopf ab. Ich schlag dir den Kopf ab. Ihr habt die Königin gehört. Kopf ab. Aber es war doch nur ein Croquet-Spiel. Niemand schlägt die Herzkönigin, schnappt sie! Wie kriegen sie Eure Majestät? Auf die Plätze? Nein, ich muss mal weglaufen oder was? Nein! Kann mir jemand sagen, wohin ich laufen soll? Ja. Sagt mir keiner, ne? Du. Ja.
Ja, lauf, einfach laufen, komm, egal, weg hier. Ich glaube, ich habe das Gefühl, da bin ich falsch, wenn ich hier links laufe. Ich sollte nach rechts. Ja. Hier einfach langlaufen. Ein Herz, oh, schön. Ein Herz für Alice. Ich darf mich nur maximal fünfmal treffen lassen. Jetzt nur noch vier. Ich weiß halt nicht, wohin ich soll, ne? Das ist halt die Sache. Ich weiß halt nicht, wohin ich soll. Aber was weiß man schon im Spiel, ne? Wow. Kann es mal enden jetzt hier? Ey, wirklich? Ja, wieso kann ich eigentlich hüpfen? Das ergibt keinen Sinn hier, ne? Einmal noch. Hab's geschafft. Die Wachen laufen wie wild herum. Wirft die 52 Karten einfach um. Los, schnappt sie euch. 52 Karten werfen. Krieg ich hin. Ja. 1, 2, 3. Wirklich. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, was soll ich machen jetzt? 12, 13, 14, 15, 16, jetzt bin ich auch schneller, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, aua, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, aua, 33, 34, 35, 36, wirklich, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 6, 7, 8, 7, 8, 9. Boah, wirklich. Ist das euer Ernst? Hab ich kein Leben mehr gehabt? Oh, wow. Ich zähle nicht mehr. Ich zähle nicht mehr. Warum gerade 52 Karten? Ist das ein Deck? Kartendeck? Die Königin ist voll am Ausrasten im Hintergrund, ne? Aber richtig komplett. Ach, Gottes Willen. Ihr könnt ja mitzählen. Ich tue es nicht mehr. Kriege auch irgendwie Heilung zwischenzeitlich rein. Das wäre auch voll cool. Ja. Wenn ich einfach so aus dem Hintergrund komme, kann man nichts machen. Unglaublich, du hast gewonnen! Alice nutzt die Chance, durch das Heckenlabyrinth zu entkommen. Dort traf sie auf den Pförtner vom Wunderland. Ist hier ein gar nicht vorbeigedüst? Ich muss hier durch. Ja, schon gut, du darfst vorbei. Kaum war sie durch die Tür, purzelte sie durch einen Zaubergang. Schon wieder? Hui! Lieber Himmel, was für ein wunderbarer Traum! Wunderbar, aber wirklich, war er wirklich so wunderbar, Alice? Ich glaube nicht. Alice, hast du etwa die ganze Zeit geschlafen? Oh, tatsächlich? Gratulation, danke fürs Mitspielen. Gern geschehen. Alice im Wunderland, oh Gott.
Es war soweit ganz in Ordnung. Hat mich ein bisschen überrascht. Das wirkt eher wie ein NES-Game anstatt wie so ein Gameboy-Spiel. Keine Ahnung. Irgendwie so vom Feeling her. Es ist aber relativ abwechslungsreich, muss ich sagen. Sehr abwechslungsreich für ein Gameboy-Spiel. Das ist wirklich krass. So abwechslungsreich habe ich auch nie ein Gameboy-Spiel gesehen. Ja, und sicher ist das ist ein gutes Spiel. Würde ich es normal spielen? Nö, aber wenn... Koshigeru Miyamoto hat sogar... Was? Was? Was hat er gemacht? Ich würde es gerne wissen. Es ist ein gutes Spiel. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Es gibt ein paar Minispiele, die mehr oder weniger gut sind. Ja. Man kann es spielen. Wenn man ein Alice-Spiel spielen will, dann ist das halt nicht unbedingt das Schlechteste. Also Spaß gemacht hat es mir schon. Ich war zwischenzeitlich einmal kurz vorm Aufgeben, wo ich mir gedacht habe, so, Alter, jetzt breche ich die Aufnahme ab, ich habe keinen Bock mehr. Und das war bei den Leiterklettern. Ja, das war übertrieben. Das war ein Minispiel, was fast unspielbar ist. Wäre das noch länger gegangen, ich glaube, das hätte man bei den Rocket Beans einreichen können und sagen, hey, mach mal hier unspielbar im Format. Das ist wirklich furchtbar. Aber zum Glück ist es schnell gemacht. Also zum Glück ist es halt, man muss sich nur mal ein bisschen durchbeißen. Gut. Das war's von meiner Seite aus. Ich hoffe, ich konnte euch unterhalten. Das war Alice in Wunderland auf dem Gameboy. Und wir sehen uns hoffentlich in einem neuen Projekt wieder, auf einem anderen, wieder im selben Format. Ein altes Spiel, vielleicht beim nächsten Disney, klar. Klassiker. Wir werden sehen. Haut rein und tschüss.